Mein Name ist Kevin und ich habe mich mit Dominik unterhalten. Dominik spielt freiwillig Behindertenbasketball, denn eine Behinderung hat er nicht. Was ihn zu dieser besonderen Sportart bewegt hat, erzählt er uns selbst. Mein Vater hat im Sanitätshaus gearbeitet, also in dem, wo vor jetzt 9 Jahren Sponsor war bei uns. Und die waren halt dauer jeden Monat einmal im Training oder so und dann bin ich halt mal mitgegangen. Haben sie gemeint, ob ich mal mitspielen will. Nein, mitgemacht und eigentlich dann, mir das so gefallen, bin ich gleich dabei geblieben eigentlich. Aber was macht dich so wichtig für die restliche Mannschaft? Ich bin halt groß, ist halt die Anspielstation und unterm Korb ist der Weg kürzer. Und als Nichtbehindert kannst du mit deinem ganzen Körper lenken und du brauchst jetzt zum Beispiel nicht für jede Kurve deine Hände. Das ist ja so, in jeder Mannschaft hat es eigentlich mindestens einen Nichtbehinderten drin und momentan in der Liga ohne Nichtbehinderten oder eigentlich fast Nichtbehinderten geht es eigentlich gar nicht mehr. Sind halt alle dann nicht so im Vergleich von der Stärke wie einer, der zum Beispiel nur 4 Punkte hat. Was hat es persönlich für dich bewirkt oder würdest du das auch anderen empfehlen zu machen? Ich habe davor also Fußgängerbasketball gespielt, aber das hat mir irgendwie nie so den Spaß gemacht wie jetzt das. Empfehlen würde ich es auf jeden Fall. Ich finde es viel besser wie also Fußgängerbasketball.